Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars The Old Republic. Haha, ich bin's wieder, der Fennec. Und ich weiß gar nicht, wieso ich so eine mega epische Ansprache mache. Ist ja nicht so, als ob ich dieses Let's Play jetzt einfach mal für ein Dreivierteljahr pausiert hätte oder so, ne? Und wir spielen wieder Star Wars The Old Republic nach langer Zeit. Und ich habe mich jetzt einfach mal wieder dran gesetzt, weil es einfach von so vielen Leuten gewünscht wurde, dass wir jetzt endlich mal wieder weitermachen, dass ich mir dachte, boah, jetzt muss es aber echt mal sein. Und ich finde das Spiel ja nach wie vor sehr, sehr geil. Jetzt haben wir nur das eine oder andere Problem. Nämlich erstens, es war eine ziemlich spontane Entscheidung, deswegen fehlt Silentium 15 jetzt hier, der aber hoffentlich dann wieder in den nächsten Folgen mit dabei sein wird. Und ein weiteres Problem ist, ich habe keine Ahnung mehr, wo wir in der Story sind. Wir sollen auf jeden Fall diese Seuche aufhalten, das weiß ich noch. Und das dritte Problem und eigentlich das größte Problem ist, durch eine Serveränderung wurden all unsere Fähigkeiten zurückerstattet. Das heißt, unser Skilltree sieht jetzt so aus. So. Er ist nämlich leer. Ich habe halt echt gar keine Ahnung, worein wir bisher geskillt hatten. Und die Fähigkeiten wurde ja sowieso komplett umgelegt. Das heißt, wir müssen jetzt einfach komplett nochmal neu skillen. Aber gut, es sind ja nur 7 Skillpunkte. Und ich dachte mir, das mache ich jetzt auch gleich mal am Anfang, weil sonst wird es ein bisschen, ne, ein bisschen blöd, wenn wir dann ohne Skills rumlaufen. Also ohne Skills sind wir ja sowieso, aber zumindest, mit Ingame-Skills, dann gleicht es ein bisschen die anderen Skills, die mir ja als Spieler fehlen, aus. So, und jetzt muss man mal kurz gucken. Wir sind auf Machttechnik, das heißt, oh Gott, das kann ich natürlich jetzt nicht lesen. Du willst mich verarschen, jetzt ist die Leiste hier. Es ist ja manchmal unfassbar hier, also. Interface Editor. Schnellleiste. Wie kann ich den wegmachen? Schnellleiste 6. Deaktiviert. Ha. Bin ich gut. So. Die andere mache ich auch noch weg. Zack. Deaktiviert. Speichern. So. Perfekt. So, und jetzt gucken wir mal. Machttechnik sind wir. Du bedienst dich einer Machttechnik, die deinen Angriffen eine Chance von 50% verleiht, 25 kinetische Schaden zu verursachen. Dieser Effekt kann nur einmal alle 1,5 Sekunden auftreten, wenn du durch ein Doppellichtschwert, bla bla bla, Tarnung wird nicht aufgehoben. Du bedienst dich einer Kampftechnik, die deinen Angriffen eine 50%ige Chance verleiht, 30 körperlichen Schaden zu verursachen. Das ist doch viel besser. Verstehe ich nicht. Und zusätzliche Bedrohung beim Ziel erzeugt. Ach so. Erhöht deine Rüstung um 130%, die Schildchance um 15%, die erzeugte Bedrohung um 100%. Ach, natürlich, das bedeutet, wenn wir jetzt hier drauf gehen, müssen wir quasi. Ja, dann sind wir quasi der Kämpfer und können nicht mehr aus dem Hintergrund angreifen. Deswegen bin ich also auf die Machttechnik. Jetzt kapiere ich das Ganze. Und da sind wir auch schon Rang 2 und hier haben wir noch gar nichts reingelevelt. Da würde ich mal sagen, wir gehen da jetzt auch wieder drauf und zwar auf. Ja, ist es jetzt Verteidigung oder? Wenn du einen Angriff erfolgreich abschirmst, abwehrst oder ablenkst, stellst du 1% deiner gesamten Macht wieder her. Dieser Effekt kann nur einmal alle. Dann erhöht den verursachten Schaden von Doppelschlag, Wirbelstoß, scharfsichtiger Angriff um 3%. Lichtschwertschlag, Doppelschlag, Schleudern. Ich muss gerade mal gucken, was für Fähigkeiten wir hier noch haben. Schattenangriff. Wenn du Schleudern aktivierst, hast du eine Chance von 15%, ein zusätzliches Trümmerteil auf deine Ziele zu schleudern. Oh, nicht schlecht. Während du dich im Tarnmodus befindest und 6 Sekunden danach ist die Machtregeneration um 25% erhöht. Auch nicht schlecht. Verringert die Abklingzeit von Gedankenbruch. Was ist denn Gedankenbruch? Machtbetäubung. Machtbruch. Gott, ich muss jetzt erstmal wieder in die ganzen Fähigkeiten reinkommen, um Gottes Willen. Es wird wieder was. Aber das kriegen wir hin, Freunde. Aber was ist denn jetzt bitte Gedankenbruch? Von Macht des Willens um 15... Ach, ich glaube, das bringt irgendwie nichts für uns. Kritischer Treffer deiner Machtfähigkeiten erhöhen deine kritische Nahkampftrefferchance 10 Sekunden lang um 3%. Erhöht die Schadensreduktion um 1%.
Reduziert die Machtkosten von Doppelschlag, Wirbelschlag und scharfsichtiger Angriff. Was sind denn das für Fähigkeiten? Ich kenne die alle nicht. Aber wir haben die. Haben wir die überhaupt? Es wurde halt jetzt leider echt alles umgestellt. Ja, Gleiternavigation können wir uns jetzt zum Beispiel kaufen. Direkt am Anfang, was ich auch sofort machen werde. Aber ich gucke jetzt hier erstmal. Schattenangriff, da haben wir es doch. Rang 3. Ach, das ist Schattenangriff. Schattenangriff, Gedankenkontrolle. Ach, das ist das, was den Gegner zwingt, uns anzugreifen. Aha, aha. Machtbruch. Schattentraining ist passiv. Erhöht deine Gesamtausdauer um 5 pro Rang und den Grundschaden durch Schleudern um 25%. Schleudern. Eigentlich müssen wir echt auf die Schleuderfähigkeiten gehen, also auf die Fernkampffähigkeiten. Und das ist ja eigentlich hier, ne? Dann gehe ich jetzt einfach mal hier einen Punkt rein. Gehe mal... Ja, das ist echt tatsächlich der Tarnungstree. Dann gehen wir mal auf den Tarnungstree. Komm schon. Machtregeneration. Zack. Und dann gehen wir hier nochmal auf Umwälzung. Ja, oder? Machen wir voll, oder? Komm, zack. Erhöht deine effektive Tarnstufe um 2 in der Bewegungstempo um 7,5%. Nice. Erhöht den verursachten Schaden von Schattenangriff um 2%. Erhöht deinen Rüstungswert um 15%, während Schatten- oder Machttechnik aktiv ist. Machttechnik haben wir ja aktiv. Dann machen wir das einfach mal. Einen Punkt. Und haben wir hier drüben vielleicht noch irgendwas? Dann müssen wir ja auf jeden Fall auch noch reinskillen. Erhöht die kritische Trefferchance von Machttechnik um 15%. Boah, das wird jetzt wieder eine Skill-Folge, ich sehe es schon. Erhöht die Schadensreduktion um 1%. Das sind halt Sachen, die müssen wir noch so seitwärts quasi skillen. Aber wir gehen jetzt einfach mal auf den Tree hier. Ich glaube, der ist ganz gut. Ach, das ist scharfsichtiger Angriff. Willst du mich verarschen? Wir kriegen jetzt hier unten schon... passive Fähigkeiten für die Fähigkeit, die ganz da oben ist. Die haben wir dann auf Level 50 oder so. Ja, viel Spaß. Das muss man natürlich auch sagen. Das Max-Level ist ja jetzt Stufe 55. Das heißt, wir kriegen sogar noch mehr Punkte zum Ausgeben. Aber bis wir da sind, dauert es eh noch... Ja, so ein Jahr oder so. So. Erhöht deinen Rüstungswert um 30%. Ganz ehrlich, eigentlich ist das ganz geil. Komm, machen wir... Machen wir einfach das noch. Zack. Fähigkeitenpunkte zugewiesen. So. Und jetzt. Jetzt. Was haben wir hier? Quaizen Fess hat eine Quest für uns. Oder will zumindest mit uns sprechen. Dann gehen wir mal zu ihm. Ist der oben oder unten? Ich glaube, der ist unten, ne? Ja. Mr. Fess. Ah, da bist du ja. So. Tja, das ist wirklich unerhört, im Laderaum schlafen zu müssen oder mehr bezahlen zu müssen, nur wenn man Trandoshaner ist. Das ist ja schon fast Rassismus, muss man ja sagen. Es ist eine Schande, dass solche Dinge in der Republik geschehen. Verständnis ist für Jedi natürlich unerlässlich. Jede Kultur kann uns etwas lehren. Sehr schön, geil. So, Quaizen scheint uns ja jetzt richtig zu mögen. Finde ich cool, dann haben wir schon mal den ersten richtigen Verbündeten gefunden quasi. Denn man kann es ja auch mit seinen Begleitern ziemlich verscherzen. So, und jetzt natürlich die Frage, wo fliegen wir hin, Freunde? Der Professor ist noch zu hoch für uns. Da würde ich doch mal sagen, ach, die Heldenmission können wir jetzt mal ausmachen. So, täglich Verein stehen wir, Kriegsgebietsspiele, bla bla bla, das brauchen wir jetzt erstmal noch nicht. Ich würde sagen, wir reisen mal nach Taris.
So, momentan sind wir noch auf Coruscant. Da haben wir ja aufgehört das letzte Mal. So, und jetzt müssen wir mal gucken. Taris. Oh, an dem Planeten habe ich einige Erinnerungen. Stufe 16 bis 20. Okay. Ist cool, dass man hier so eine schöne Abkürzung nehmen kann. Bei den anderen Raumschiffen ist es leider nicht so. Huch, halt! Ich muss da hoch. Gut von euch zu hören. Der Rat hat eure Ankunft auf Taris bereits gespürt. Eine faszinierende Welt. Inwiefern? Dieser Planet war nicht Teil meiner Studien im Tempel. Vor Jahrhunderten war Taris wie Coruscant eine lebendige Welt. Dann zerstörte ein mächtiger Sith Lord an einem einzigen Tag die Städte des Planeten. Sie wurden zu dunklen, schmutzigen Sümpfen. Doch die Republik baute sie mit der Hilfe von Meister Syn Tykan wieder auf. Meister Tykan kennt diese Wildnis sehr gut. Wir bekamen regelmäßige Berichte von ihm, aber jetzt ist er verstummt. Verstummt oder doch erkrankt? Ihr denkt, dass Meister Tykan an derselben Krankheit wie Meisterin Yuan Par leidet? Wir befürchten es, ja. Meister Tykan arbeitete eng mit seiner Padawan-Schülerin zusammen, Aris Voranell, und mit einem Captain der republikanischen Expeditionstruppen, Captain Nelex. Aris und Captain Nelex sind in der republikanischen Basis. Sie sollten bei der Suche nach Meister Tykan helfen können. Gut, wir tun, was wir können. Wir werden sehen, was wir für Meister Tykan tun können. Wenn Meister Tykan krank ist, schützt ihn, wenn möglich, und versucht mehr über diesen Seuchenmeister herauszufinden. Wir warten auf euer Wort. Viel Glück. So, Meister Tykan, da gucken wir mal kurz rein. Ach, das ist Meister Tykan, okay. So, und ich denke jetzt, wo müssen wir denn jetzt? Na, da müssen wir lang, genau. So, dann mal ab auf den Planeten. Und dann schauen wir mal, was passieren wird. Ob der Seuchenmeister wohl auf Taris ist, ist natürlich auch die Frage. Ich denke eher mal nicht. Ich meine, die ganze Story von uns basiert ja mehr oder weniger auf dieser Seuche, also auf dem Seuchenmeister. Also denke ich eher, dass wir uns dem, ja, ganz zum Schluss stellen müssen. Das wird also wahrscheinlich noch eine Weile dauern, aber mal schauen, was wir jetzt hier auf Taris rausfinden. Und ob denn jetzt immer mehr Jedi von dieser Seuche, ja, ergriffen werden quasi. Oder erkranken. Und dann wahnsinnig werden und, ne, einfach den Verstand verlieren. Denn der Ursprung von dem Ganzen, ja, wir wissen ja überhaupt nicht, wo das Ganze herkommt. Das ist natürlich die Frage. Der Ursprung ist nach wie vor im Dunkeln, aber dafür reisen wir ja durch die ganze Galaxie, um genau das herauszufinden. Wo kommt der ganze Scheiß denn eigentlich her? Würde mich ja nicht wundern, wenn das aus irgendeinem republikanischen Labor kommt, aber naja. Man darf ja mal Vermutungen anstellen, ne? So. Schöner Raumhafen, muss man sagen. So. Stillgestanden. So. Quaisen ist auch mit dabei. Was wir aber noch gucken könnten, stimmt, bevor ich das vergesse. Kunstfertigkeit sind wir. Okay, das wusste ich auch nicht mehr. Und zwar könnten wir ja den C2N2 mal losschicken. Auf Schatzsuche zum Beispiel. Dass der hier mal Zeug besorgt für uns. Sie können versichern sagen, dass ich diese Aufgabe perfekt ausführen werde. Damit wir nämlich hier mal weiterkommen in den Fähigkeiten, dann können wir ja mit Kunstfertigkeit unsere eigenen Kristalle herstellen. Und das ist natürlich auch ein ziemlich guter Weg, um an Credits zu kommen, indem man die dann am galaktischen Handelsmarkt verkauft, also an andere Spieler. Ist eigentlich ganz geil. So, da oben haben wir noch eine Quest, die nehmen wir gleich mal mit. Huch. Bardo. Einen Moment bitte. Strom? Scanne. Identität bestätigt. Das ist der Kerl. Willkommen auf Taris, Jedi. Verzeiht die Verzögerung, aber Gouverneurin Saresh bittet um eure Hilfe bei einigen Sicherheitsproblemen beim Wiederaufbauprojekt. Oh, das kommt mir verdächtig vor. Wegen einfacher Sicherheitsfragen würdet ihr nicht die Hilfe eines Jedi brauchen.
Ich würde das hier nicht einfach nennen. Taris ist wesentlich gefährlicher, als ursprüngliche Berichte nahegelegt haben. Die Details sind außerhalb des Planeten nicht jedem bekannt, aber... Aber wir versuchen, einen Planeten wieder aufzubauen, der voll von giftigem Schrott und verseuchten, fleischfressenden Monstern ist. Und es funktioniert nicht. Gouverneurin Saresh hat bereits Pläne, um einige der Hindernisse aus der Welt zu schaffen. Aber für deren Durchführung bedarf es fähiger Individuen. Individuen wie euch. Ihr könnt natürlich auf mich zählen. Ich bin froh, wenn ich helfen kann. Glänzend. Gouverneurin Saresh wird die Pläne detailliert mit euch besprechen wollen. Ich werde sie wissen lassen, dass sie gleich mit euch rechnen kann. Dank eurer Hilfe wird sich für die Leute hier alles ändern. Danke. Viel Glück.